Ja, jetzt klappt's! Jetzt klappt's! Oh, okay, ich glaube, das war so gemeint. Okay. Moving to my mom. So, und jetzt, oh, Fortune's Favor, the Pref. Haben wir abgeschlossen. Geil! Und hier habe ich mein Loadout. Hier sind auch richtig geile Sachen drin. Hallo und willkommen zurück zu Warzone 3. Lange war es her, aber ich bin wieder zurück. Und ja, ich möchte noch kurz auf ein paar Kommentare eingehen. Eigentlich war es nur einer, aber egal. Ja, die gesagt haben, dass ich in den letzten Warzone-Video oder in den letzten Warzones-Video. Ach, das Warzone-Videos, nicht Warzones-Videos. Ich kann nicht mehr Deutsch. Ja, selber schlecht war und nicht SBM war. Als Klartext hier nochmal. Ja, ich bin wirklich nicht gut und ich muss auch ehrlich sagen, ich war da richtig scheiße. Und mein Ziel ist nicht, jetzt der Krasseste zu sein. Ich hasse es, krass zu sein. Sondern ich möchte einfach nur normal spielen. Und wenn ich halt verkacke, dann verkacke ich halt. Ich mache da jetzt nichts Großartiges. Also ich steigere mich jetzt da nicht großartig rein. Ja, und ich habe manchmal auch SBMM die Schuld gegeben. Und manchmal ist auch SBMM schuld und das meiste auch. Aber das meiste auch manchmal ich. Ja, das wollte ich jetzt nochmal klarstellen. Weil, wie gesagt, in den Kommentaren war ein bisschen Tober-Ober. Ich bin halt so ein Typ, ich zeige euch halt gerne die Metas. Zum Beispiel ist, ja, schon sehr lange Warzone 2, ja, Warzone 3 mit Season 2 draußen. Und ja, die BP50 war ja mit in den Season Pass drinne. Und die ist immer noch sehr gut. Guckt euch das an. Die erinnert sehr an die FFR aus Warzone 1. Und besser als die FFR, die hier sein soll. Und dann haben wir noch die Dingens, die RAM 9, die ja auch dazu kommt. Ist halt nur die SMG-Variante von der RAM 7. Na? Ja, ein bisschen wackelt das. Der Recoil ist auf jeden Fall zu sehen. Okay, aber vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen komisch drauf, warum ich diesen Recoil so bemerke. Egal, wir wollen los. Ich möchte euch noch auf der Fortune's Keep-Karte was zeigen. Aber ich glaube, ihr kennt das schon. Aber trotzdem möchte ich es ja euch noch zeigen. Gut, wir sehen uns gleich wieder. Gut, wir sind drinne. Und es gibt ja auf der Karte ziemlich viele Easter Eggs. Und wir gehen zum Besondersten, finde ich. Und zwar gibt es in Keep ein Tresor. Und da wollen wir mal hin. Ja, geil. Guck mal, ein Teammate ist einfach AFK. Oder sein Internet ist gerade am Arsch. Was mit dem anderen? Die Nummer 1 ist irgendwie gar nicht da. Ja, geil. So, um das Puzzle zu machen, müsste hier diese Lampen aktivieren. Und dann müsste hier einfach sneaken. Und dann öffnet sich hier die Treppe. Und oh, nehmen wir alles mit hier. Und dann, ne, braucht ihr einen Molotow oder hier so ein Thermite. Werft das jetzt mal hier hin. Warte, ich hier schon mal für Thumbnail. Ja, geil. Ich habe Foto gemacht. Ich habe falsch geklickt. Dann müsst ihr jetzt hier die leuchtenden Symbole da aktivieren. Ihr seht ja die Lampen. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ja, geil. Okay. Kann ich ja nochmal ausprobieren. So, und dann machen wir nochmal hier. Nochmal aus. So. Gut. 2, 4. Was haben wir da noch? Da und. Okay, also ich. Hier noch. Und da ist schon. Oh Gott. Ist irgendwas ganz laut. Ach so, öffnet sich das schon? Oder was? Weil ich kann nichts mehr machen. Ich kann hier das nicht bewegen. Ich kann das hier nicht bewegen. Ja, jetzt. Hallo? Ich kann die Kacke nicht mehr aktivieren. Und manchmal ist das auch echt verbuggt. Ja! Ah, fuck, hinter mir! Lauf doch! Oh, du Idiot.
Digga, ja, ist ein Noob-Spieler. Ich hab gleich ein ganzes Team. Schön, dass der AFK war. Geil. Das schmeckt natürlich. Nein! Bruder, wie? Ja, krass. Was macht mein Teammate? So, spiel doch einfach. Steh da nicht einfach rum. Was spielt ihr überhaupt für Waffen? Eine Vector mit einem ganz weirden Visier und dann noch eine Lockwood. Ich glaube, das Loadout geht gar nicht mehr. Ist kaputt, ja geil. Komme ich vielleicht in Binary wieder rein? Da komme ich nicht mehr rein. Tötet er mich mit meiner Waffe? Ja, geil. Only 25 remain. Wow. Und wann hebt er die auf? 3 Jahre später. Move it. Fire sale active. Buy station prices have been reduced. Digga, was? Zum Teufel. Ja, Junge, was verfolgt mich denn alles? Digga. Nee, Leute, also, ich suche jetzt eine neue Runde, das ist mir langsam richtig zu ekelhaft. Wie, das kann wieder nicht sein. Was ist denn mit meinen Teammates immer los? Egal. Also nochmal hier die Lampe anbumsen. Da und dann auf den Thron und jetzt hier rein. Jetzt nehme ich hier noch was Zeug. Oh, gleich ein Granatenwerfer. Ich kapiere das halt nicht. Digga, was wäre er jetzt hier drin? Mann, ja, bist du jetzt krass, dass du mich gekillt hast. Mit deinem Level 1. Digga, warum stelle ich mich aufs Blöd an? Warum droppt er das? Ist er dumm? Hä? Er droppt das hier. Junge, Junge. So ein bisschen hoch in der Bühne, aber er spielt auch ganz komische Waffen. Also ich weiß nicht. Warum ist der Typ jetzt raus? Ist er auch wieder AFK gewesen? Guck mal, ich bleib wieder bei dem Raketenwerfer. Der war eigentlich ziemlich gut. Ich wüsste... Was will er jetzt hier? Hä? Digga, krepier doch! Boah, ist der Typ blöd. Junge, Junge. Oh, scheiß auf das Rätsel. Ich verstehe es halt immer noch nicht. Wir gehen zum Lodi. Also manchmal klappt es, aber auch manchmal klappt es nicht. Das ist irgendwie merkwürdig. Okay, hier unten ist glaube keiner. Hoffe ich mal. Hey, was? Wo denn? Oh, Digga. Wo? Oh, mich ballert mich die ganze Zeit jemand an. Wo? Was wollte er denn hier schleppen? Rudi. Mal kurz hier ein bisschen looten. Digga, er kommt hier mit seinen fetten Teilen an. Hallo. Danke, dass du den anderen für mich gekillt hast. Das ist ein Ehrenmann. Wow, ich hab den Prezi nicht gesehen. Ich bin so blöd. Oh, Junge. Sterbe ich auch noch wegen dem Prezi. Wo ist mein Teammate? Warum ist der da hinten? So. Ein weiteres Mal. Gucken wir mal, ob es klappt. Und wir haben nur an der Seite welche im Leuchten. Also hier die ganze Reihe. Ich höre hier immer irgendwelche Geräusche. Dann muss ich jetzt hier nochmal so ein Teil dahin schleudern oder was? Ja, jetzt klappt's! Jetzt klappt's! Oh, okay, ich glaube, das war so gemeint. Okay. Moving to my mom. So, und jetzt, oh, Fortune's Favor, the Breath, haben wir abgeschlossen. Geil! Und hier habe ich mein Loadout.
Hier sind auch richtig geile Sachen drin. Zum Beispiel Munitionskiste. Also da habt ihr mal das Secret gesehen. Okay, man muss halt wirklich das noch so ein Fred-Mild reinballern, damit es klappt. Weil ansonsten kommt man nicht rein. So, ihr habt zwar das richtig eingegeben, aber ihr müsst danach noch so ein Fred-Mild platzieren. Hab ich erst nicht gewusst. Ist auch erst nicht ganz eindeutig zu sehen, aber jetzt ist doch alles gut. Oh, Brudi, hier ist eine Loader-Kiste. Ey, Brudi. Oh, Junge, er ist so Anfänger. Tut mir für dich leid. Ja, und danach war die ganze Runde komplett am Arsch und ich bin nur noch gestorben und ja, deswegen seht ihr nur noch das Ende. Ja, scheiß drauf. Okay, Leute, das waren jetzt 3 Runden hier wieder Fortune's Keep, aber es macht mir gerade irgendwie nicht viel so viel Spaß. Deswegen wundert euch nicht, wenn es nicht so viel Content kommt zu Warzone. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.